Hallo meine Freunde DC Comics und willkommen zurück zu Let's Play Lego Dimensions mit dem Len 16 und dem Marvel Burschen. Neben mir verwirrt mich der Len 16 immer wieder und wir sind immer noch hier in der DC Welt. Dort erforschen wir tolle Sachen in dieser Abenteuerwelt und grüßen natürlich auch noch, nämlich Sana grüßen wir heute. Und wir grüßen auch Donnell. Oder Donnell. Nein! Nein, ich wusste nicht, dass das passiert. Nein! Ich hab's doch geschafft. Ich wusste nicht, dass das passiert. Gib mir kurz eine Pause. Ja, ja, ich schau bei dir zu jetzt. Danke. Ich mach nichts. Hexenrennen. Der Meister der Hexenrennen. Ich glaube, die Zeit hat es aber angehalten vorhin, weil du hattest dann auch 9 Sekunden. Ja, ich bin dann direkt ins nächste Ding reingeflogen. Ach so. Unsichtbar. Oh oh. Gemein. Ja, du hast Zeit. Gemein. So laufen ist das echt gemein. Ich glaube, laufen ist einfacher als das hochzufahren mit dem Auto. Meinst du? Ja, das ist scheiß eng. Das wird knapp. Nein. Wenn ich wieder fliegen kann, ist alles gut. Ja, ja. Da bin ich echt flott wieder unterwegs. Wenn die Kamera auch noch mitmacht. Aber das Rennen ist auch echt mies. Schon eines von den schwereren Rennen auf jeden Fall. Nein! Verkackt. Zu langsam gewesen. Zu langsam gewesen. Das hat leider nur für Bronze gereicht. Ist blöd. Oh, ich glaube, mit dem Rennen werde ich meine Freude haben. Oh. Beiß einfach die Zähne zusammen, Kai. Kai! Damit ich das unter Wasser gar keine richtigen Quests gab. Ach Gott. Wie läuft dein Rätsel? Gut. Ein Lichtlein ist dem Len aufgegangen. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Was ist passiert? Nein, irgendeine Tür ist aufgegangen. Was? Ich kann übrigens da schießen bis da hinten. Ah ne, schade. Kann ich doch nicht. Wie soll ich das dem Bürgermeister? Ach, hier ist das. Beziehungsweise welchen Bürgermeister soll ich das erklären? Wo strahlt es hin? Ah, da strahlt es hin. Na cool. Einen Wayne Tower, das passt ja. Na, machen wir nochmal einen Versuch. Also sind sogar zwei Rennen. Mach erstmal das Wasserrennen da unten. Das könnte leichter sein. Bevor du das Rennen machst, mach ich noch einen Hebel. Ja, mach das. Da unten brauchst du dann ein Holzelement. Holz. Das Holzelement. Naturelement. Naturelement. Element der Natur. Das stimmt ist. Nur, dass die Hexe nicht ins Wasser fallen kann. Na dann, 1:10. Zeit läuft. Die Hexe ist schnell. Hey, hey, hey. Aber Wasserrennen ist die Hexe ganz gut zu gebrauchen, weil die echt knapp über der Oberfläche dahin zischt. Doch nicht so knapp über der Oberfläche. Wow. Das ist ein weiter Flug. Wow. Das ist gemein, gegen die Sonne zu fliegen. Das hätte ich fast nicht gesehen gehabt. Da ist es. Ja. Schauen wir mal, beim letzten waren wir ja zu langsam beim letzten Rennen, da hat die Hexe dann nicht mehr geholfen. Ich gebe ihr hier alles. Ich mag ja die Hexe echt gerne. Ich kann ja einiges. Ja, das schaffe ich glaube ich, ich bin zu langsam. Auch wenn ich hier zeitlich echt gut habe, also ich echt bemühe. Doch, ich schaffe es. Wahnsinn. Wahnsinnsaktion schon wieder hier. Len mäht sich irgendwie durch. Mhm. Das Spiel läuft aber auch nicht so ganz flüssig gerade. Muss man sagen, wenn so viel los ist auf zwei Bildschirmen, kommt das Spiel ja schon an seine Grenzen. Das sind vielleicht nur, weiß nicht, 24, 23 Frames oder so, aber man merkt es ein bisschen, finde ich. Gerade wenn viel los ist oder man schnell fliegt. Aber nicht so schlimm. Erfolg! Ich wusste, ein banales Rätsel kann mich nicht aufhalten. Du hast kein Rätsel gemacht, böse Hexe. Aber das könnte wichtig sein. Ich weiß. Hat gereicht. Ich sag ja, es könnte mich nicht aufhalten. Und du hast Erfolg gehabt. Sie hätte nicht gesagt, dass sie Erfolg hatte. War das clever? So, diesmal müssen wir schneller werden. Diesmal dürfen wir nicht mehr so lange rum. Ah! Rumzögern. Das war letztes Mal so ein bisschen das Problem. Dass wir zu langsam waren. Ah, solche Fehler hier, solche Fehler. Die sind genau das, die uns dann den Sieg kosten. Das darf man natürlich einfach nicht machen.
Das passiert mir einfach zu oft. Das ist schlecht. Ja. Dann nehme ich natürlich vielleicht sollten wir irgendein Gefährt mal aufrüsten und dann das mit den Gefährten machen. So ja, das kann man natürlich auch machen. Aber uns geht langsam das Geld auch aus. Wenn wir jetzt beim nächsten wieder so viel ausgeben müssen, muss diesen Teil hier, den muss ich vor allem schneller machen. Der war, glaube ich, letztes Mal so der Nee. So wird das nix. Wo ist denn der Start? Ich glaube, das mit dem Auto. Ja, mit dem Auto schaffst du es nicht, mit dem normalen Auto. Na, schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Lass mich doch versuchen. Sagst immer keine Chance. Ja, ist ja auch keine Chance. Kannst es gerne probieren. Ja, wo ist denn das? Ja, direkt da, wo du bist gerade durchgelaufen. Ach, das ist es. Das ist es, Len. Genau das ist es. Da ist das Ding. Hui. Ruf mich, wenn ihr mich braucht. Machen wir. So. Dies ist der Karen, dies ist Betreibung. Mist. Lass mal in zwei Charaktere drauf momentan. Ja, noch steht er, noch ist er gut dabei. Wahnsinns Linkskurve, die er da macht. 6 Sekunden noch, wieder hoch auf 9, 8 Sekunden, 7 Sekunden, Len. Da springt er, es ist zwar kein hoher Sprung, aber es reicht, um durch diese beiden Dinger durchzukommen. Jetzt eine scharfe Rechtskurve durch das nächste Portal. Nochmal rechts, er ist gut dabei. Oh, knapp über die Baustelle drüber, ist natürlich gefährlich, was er Len hier macht, aber der ist erfahren, der weiß, was er tut. Springt durch das nächste Portal hindurch und gleich zur nächsten Rampe durch, zum nächsten Portal. Wahnsinn, Spannung, die hier in der Luft liegt. Unglaublich, was der Len hier leistet. Da, nächste Sprungschanze und er ist im Parkhaus angekommen. Springt durch das Parkhaus durch. Jetzt natürlich der gemeine... Da holt man sich die Zeit. Der gemeine Zirkel oder so. Len macht weiter das Zirkeltraining. Ich glaube, es reicht trotzdem nicht. Es reicht wahrscheinlich trotzdem nicht. Er verliert zwar zu viel Zeit, weil sein Auto einfach zu langsam ist. Jedenfalls rede ich mir das ein, aber er schafft es. Aha. Ich brauche was Neues. Gucken wir mal, wer konnte auch Laser... Ne, der konnte nur Feuer widerstehen, der rote Ninja, oder? Was? Konnte der auch Feuer schießen, der rote Ninja? Ja, er kann schmelzen. Ja, das reicht mir. Ja. Ich bräuchte ihn mal. Oh, ich hab ihn. Das wollte ich dir damit so mitteilen. Ja, ich hab gesehen, dass ich ihn drauf hatte, aber ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass ich ihn hatte. Ich muss an Bruce Waynes Unterteil. Oh. Ach, das muss man schmelzen? Städten wirklich zugesetzt. Ja, guck mal nach oben. Okay, und was ist da oben? Komm ich. Wo ist denn das zur Hölle gewesen? Geh zum grünen Punkt. Bin ich ja. Da. Ja. Das sieht man. Da musst du echt die Kamera komplett drehen. Das kann er nicht. Ach so. Er kann Eis schmelzen. Ach so, Eis schmelzen, ja dann. Dann gib mir doch mal lieber den Peter oder so. Machen wir es so. Wenn er schon der Mann des Feuers ist, dann soll er sein Feuer auch ausleben dürfen. So. Rechts unten starten, ich weiß es nicht. Muss man da fliegen können dazu oder was? Ja, man braucht Superman. Yay! Nein. Ja, oder eine Hexe. Hexe, wo ist die Hexe? Hexe und Sandwich. Hexe und Sandwich, okay. Weil, also so leicht hier das Spiel, ja. Mhm. So leicht kaufe ich mir den Superman nicht. Das kann man auch anders lösen. Ja, wechsel doch zur Hexe. Ich nehme den Ninja runter, ich mag das Geticke nicht. Das Geticke fängt jetzt gleich wieder an. Aber ich will kein doppeltes. Tiki-Tack, Tiki-Tack. So, ja, siehst du, überlistet. Sonst müssen wir das mit Superman machen. Ja, klar müssen wir das mit Superman machen. Müsste man, aber Drachenbursche war schlauer. Hat sich schon wieder 15 Euro gespart. Redet er sich jedenfalls ein. Dafür hast du zwei Sachen gekauft. Ja. Aber das Scooby-Doo-Set brauchten wir sowieso. Ja, das stimmt. Um in die Welt reinzukommen, weil es keine einzelnen Figuren gibt. Wir brauchen Hex-Hex. Hex-Hex kommt schon. Hex-Hex ist da. Für Wayne Enterprises. Schauen wir, was in der Wunderkiste drin ist. Ha! Hab ihn. Sehr schön. Was ist da noch angezeigt? Ah, das ist Mini-Kick, glaube ich, was angezeigt wird. Hier ist auf jeden Fall eine Quest. Dem Bürgermeister erklären. Mhm. Die gute Nachricht ist, dass wir einen weiteren Bankraub unterbunden haben. Die schlechte Nachricht, dass ein paar neue Ermittler statt den Truck aufhalten, den Truck aufsprengen verstanden haben und das Diebesgut überall versprengt haben. Clever. Wenn du also unerklärbare Reichtümer herumliegen siehst, bring sie bitte zurück, okay?
Unbankbare Aufgaben. Das ist die Mission. Das ist geil, oder? Mhm. Ah, die werden sogar angezeigt in unserer Streamer, oder ist das bloß die nächste Quest, die da angezeigt wird? Rot ist alles von dir. Ah, das wird echt angezeigt, das ist geil. Muss ich es noch schaffen, da hinzukommen. Schnell, bevor die Zeit ausgeht. Ah. Weiß, dass die Zeit noch vom Sandwich ist. So leicht lasse ich mir dann auch nicht Panik machen. Aber ich mach nicht so immer, Len, nicht immer. Panik! Hier muss was sein. Ah! So, war das schon die Beute? Wo ist der verdammte Untergrund, wo ich hinkomme? Oh, der ist weit geflogen. Da, Bursche, wie komme ich in den Untergrund? Boah, was willst du machen? Die Mission im Untergrund. Wenn es blau ist, musst du baden gehen. Ist nicht blau. Dann weiß ich es auch nicht. Du warst einmal unter mir und zwar nicht im Wasser. Ich muss die Gegner alle besiegen. Ich muss hier unter mir. Das muss hier unter mir sein. Du warst einmal unter mir. Ah, Dings. Hinter der Wayne Manor. Da ist, kommt man in die Berthöhle rein und die führt da runter. Okay, ich habe damals nicht die Berthöhle gefunden. Hm. Ja. Na egal, schauen wir mal. Oh, hallo. Müsste mal hier ein bisschen stören. Hey, das guck mal, da läuft ein Sandwich. Cool. Ich hab sie mir verdient. Ja, ganz genau. Jetzt ist das Sandwich weg. Was ist? Schade. Die Frau erzählt gerade, dass sie die Beute mit ihrem Kekstand verdient hat. Ja. Glaubt es ihr irgendwie. Ah! Na, wo sind denn noch so ein paar Komm ich hinter das Main Wenner. Wayne. Main Wenner? Das Main. Wo kommst du denn hin, Len? Zauberei. Oh, guck mal, da ist Batman. Muss ich den Wasserfall runter? Ich dachte, hier gilt das, wer es findet, kann es behalten. Wie komm ich in die... Ich muss fliegen. Warte, ich... Also man kann bestimmt auch so irgendwo runter. Kannst ja mal runterspringen. Ja, Wasserfall. Oh, ich hab alles. Schön. Easy. Wasserfall runter. Mal sehen, was wir hier haben. Ja, sieht aus, als wäre alles da. Gute Arbeit. Dich könnten wir in der Truppe gebrauchen. Du weißt schon. Wann immer ein Banktransporter explodiert und das Geld überall verstreut wird, das passiert öfter, als man denkt. Oh, behalte das bitte für dich. Aber hier, das hast du dir verdient. Verzeihung, könnte ich Sie einen Moment stören? Alfred! Ja, also wirklich, du hast Alfreds Mission nicht gefunden. Die habe ich nicht gesehen gehabt. Ich war gerade dabei, den Bat-Computer zu polieren, als ich eine große Anzahl feindlicher Fahrzeuge auf dem Radar bemerkt habe. Ich bin kein Experte, aber wenn ich ein maskierter Rächer wäre, würde ich eine Großoffensive zu Land, Wasser und in der Luft einleiten. Aber ehrlich gesagt muss ich noch Sandwiches machen, also überlasse ich das Ihnen. Ich bin ja auch Batman. Gesamt Batman. Auch da muss ich dir... In dem Fall gerade recht geben. Das ist beim Daily. Ja. Daily Planet. Und da im Wasser. Und das war es, weiß ich nicht. Da kannst du ja mal hinfliegen. So, im Wasserding? Ja. Ah, okay. Muss ich Wenn du es findest. Muss ich noch deine Karte gucken. Nein, ich hänge fest. Kann das Batmobil fliegen? Das Batmobil kann nicht fliegen, oder? Nee. Dann nehme ich das nächstbeste Ding zum Batmobil. Ups. Das wollte ich nicht bei dir tun. Achso, du gehst jetzt zu dem nächsten, weil ich bin jetzt schon da, wo das nächste ist. Ha? Von dir, die nächste Aufgabe. Ja, dann mach sie, für mich. Irgendwo. Ich zeig euch gleich ein paar meiner Tricks. Ah! Ach, da bist du ja eh schon. Sieht aus, als wolle jemand ich bin ja den das. Helden spielen. Ist hier unten das Holzding? Lebendig kriegen die uns nie. Du kannst gerne auch meine Mission machen. Ich hab, schon eine, ja, ich bin schon dabei. Ich hab den Typen gefunden. Im Wasser? Ja. Das kriegt dich noch, das kriegt dich noch, das kriegt dich noch, das kriegt dich. Ah, komm. Das ist halt drauf. Nein, das ist jetzt auf 10 doch nicht gekriegt. Muss ich die Flugzeuge abschießen? Ja. Wie soll ich das schaffen, bitte? Zum Beispiel. Also. So. Ich habe ein Fast-Bat-Mobil, das fliegen kann. Also ich habe ihn gerettet. Jedenfalls habe ich alle abgeschossen. Ich bin auch kurz dabei. Auch kurz davor. Das ist Alfreds Quest unten gewesen. Da unten im Keller. Da muss auch noch irgendeine Quest sein. Yeah, 5 von 5. Hey, wo ist er hin? Gut gemacht. Sie scheinen die Luftstreitkräfte ausgeschaltet.
eingeschaltet zu haben. Leute, Caesars Geist, wo sind diese Reporter? Sie sollten längst zurück sein. Hör zu, diese Städteverschmelzungsgeschichte ist groß, aber jeder gute Journalist weiß, dass die echten Knüller unter der Oberfläche schlummern. Wortwörtlich in diesem Fall. Ich spreche von Atlantis, der versunkenen Stadt. Doch die Reporter, die ich losgeschickt habe, sollten längst zurück sein. Also frage ich mich, ob sie in Schwierigkeiten stecken. Kennst du vielleicht gute Schwimmer, die für eine Rettungsmission bereit wären? Natürlich. Drachenbursch hat mir gerade den Daily Planet gezeigt, da habe ich die Mission schon gemacht. Achso, ja, ich dachte dir. Aber danke. Zu können, dass die feindliche Bedrohung laut meinem rudimentären Verständnis dieser Technologie gebannt ist. Ausgezeichnete Arbeit. Ich werde ein Siegessandwich und Tee zu ihren Ehren vorbereiten. Oh, und ich habe das für sie aufpoliert. Danke, Alfred. Gib mir mal den silbernen Ninja. Was? Den silbernen Ninja. Ich hab kurz gedacht, das wäre Cyberman. Nope. Also, Cyberman hätte es mir auch geben können, der kann angeblich auch schwimmen. So gut ich jedenfalls kann. Ich will nochmal probieren, wie das ist, mit dem zu schwimmen. Damit man nicht immer mit den gleichen Leuten schwimmen muss. So. Wo sind sie denn, unsere versunkenen Freunde? Irgendwo hier müssen sie sein. Noch weiter unten? Weiter oben wieder. Mann. Oh, da ist ein Rennen. Hast du das Rennen schon gemacht beim... Nein, das fehlt mir noch. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay, das mache ich aber mit dem Flugzeug nicht, weil ich glaube, das... Ich probiere es. Warum nicht? Warum nicht? Eben, das Versuch ist doch wert. Was ist die Gastaste? Eingas, Vollgas. Ja, einfach nach vorne drücken, glaube ich. Ja, nein, ich meine... Sehr viel schneller. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist schon zweimal X wahrscheinlich. Zumindest bei der Hexe 2x. Ich weiß nicht, wie es da ist. Okay, ne, ist unmöglich. Da braucht man die Hexe. Hatte es befürchtet, ich hatte es befürchtet. Ja, ich probier's, aber es ist schon ziemlich. Gerade beim Sinkflug. Ziemlich ja, das ist das Problem, dass die Flieger. Ah! Langsam sinken, Entschuldigung. Geht's auch so? Ja, ist gut so. Ja, das ist schön. Ich dachte nur für einen Moment, ich könnte nicht mehr fliegen. Einmal nach oben schwimmen, bitte. Yay, Steigflug. Haben die einfach unsere Reporter da unten eingesperrt. Unerhört. Du, Sau, du. Interessiert ihr nicht mal. Ja, kann man mein Grünzeug wegmachen und dann machen wir hier schnell auf und dann haben wir das auch schon geschafft. Oh, kacke, ich hab gekackt. Du siehst eh schon bei Bronze, was zu langsam ist. Ja. Keine Chance. Oh mein Gott, ich war doch drin. Nee, dafür braucht man die Hexe. Hexe, hoi. So. Das haben wir auch geschafft. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die alle wieder da sind. Ich schau mal auf das nächste Hochhaus. Eine Dame fehlt ja noch. Die muss jetzt hier auch gleich rauskommen. Aus dem Wasser. Hoffe ich jedenfalls. Wenn sie nicht unterwegs ertrunken ist. Kannst du nicht... Red doch schon mit ihm. Achso, stimmt, ich habe ja alle. Sag mir, dass diese Tortur wenigstens etwas gebracht hat. Immerhin leben alle noch. Ich schätze, ich sollte mir die Idee mit dem Firmen-U-Boot für all unsere meeresjournalistischen Bedürfnisse noch einmal überlegen. Geht und trocknet euch ab, Leute. Und was dich angeht, ich schätze, du hast dir einen Teil ihrer Vergütung verdient. Okay, die werden einfach in Gold bezahlt, die Journalisten hier. Ja. Metropolis. Metropolis, warum nicht? So, wo war das? Auf welchem Türmchen zu rennen? Ich glaube, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Ja, das ist genau richtig. Und ich gehe mal auf den Tower von LexCorp hoch. Das ist Minikit, das wir noch nicht haben. Ach, das ist das Minikit, okay. Aha, ich hab's auch schon wieder verkackt hier. Ah, Mann. Ganz schlechter Start. Yeah! Guck mal, ich mach dir gerade dein Thumbnail. Ach, danke schön. Batman haben wir aber schon mal. Oh nein. Aber ja. nicht in dem Ninja-Batmobil. Ja, ich versuche meistens schon abzuwechseln. Ja. Wobei wir in dem Fall auch gar nicht so viel hatten. Doch, Gordon haben wir gehabt, den können wir nehmen. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Wir haben alles, außer das Rennen? Genau. Okay. Außer dieses jenes Rennen, welches der Drachenbursche gerade fliegt. Ja. Schauen wir mal, ob ich schaffe. Ob das zeitlich so läuft, wie ich es mir vorstelle. Momentan schaut es ja noch ganz okay aus.
hier Flugexperte bei Lego. So. Wahnsinn, schauen wir doch 213. Mal. 25 und 25. Nur. Eins ist unten, eins ist Geld und eins ist Minikit. Ja, passt. Oder? Ja. Minikit, ist es sicher eins? Ich weiß nicht, wir haben es bis jetzt immer gezählt. Ja, wir haben es immer gezählt. Ja? Ja, gut. Ja, Rennen sollte sonst... Ja, doch. Stimmt, unten war echt nur eins. Ja, aber echt viel geschafft in der Welt eigentlich. Ja, und sogar schnell. Ja, Stunde halt, wie immer. Na gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Warte mal, ich gehe mal zum Portal. Haben wir gesagt, machen wir nächstes Mal Scooby-Doo war da. Scooby-Doo hatte Platz 2 gemacht bei der Twitter-Umfrage. Was wir als nächstes spielen sollen. Momentan fehlen uns nur noch zwei Welten, in denen wir gar nicht waren. Scooby-Doo und Lego Shima. Können wir ein paar rote Steine kaufen? Wir haben nicht genügend Münzen. Echt pleite. Wir haben echt nicht viele Münzen. Warum kann man bei Dimensions eigentlich nicht Münzen nachkaufen? Münzenpakete, das ja, wäre was. Hallo? Das da, ist denen was, da ist denen was entgangen. Ja, ich sehe schon. Wahnsinn. Ingame-Käufe, das wäre mal was. Ja. Können doch so viel lernen. Aber Season Pass haben sie ja auch schon mittlerweile gefunden, von daher. Für das Erwachen der Macht? Unter anderem, ja, für Lego Marvel Super Heroes gibt es auch einen. Aber der kostet nur 10 Euro, also das ist vertretbar. Für 5 Level, also das ist... Ja. Das ist wirklich vertretbar. So, was mache ich hier überhaupt? Ich wollte rote Steine schauen. Vielleicht ist ja einer dabei, den wir wirklich brauchen könnten. Den haben wir nicht freigeschaltet. Der schnelle Stein. Bausätze werden schneller abgeschlossen. Ja, doch, das ist schon Aber 100.000, nee. Unterschrift im Comic-Stil, nein. Außerdem können wir uns den eh nicht leisten. Ja, ich meine jetzt, deswegen, Dino-Mützen. Nee, der Klang des Doktors, wie viel kostet er? 500. Oh. Große Minifig. Erscheinungen, okay. Ne, das heißt. Nein, keine Achtungsmusik. Aber den da kaufen wir. Drei fehlen uns noch. Ja. Fehlt uns noch einer? Drei fehlen uns noch? Ja. Ich habe drei gezählt. Drei, die verschlossen waren. Okay. Vielleicht haben wir in einer Welt, in der wir schon waren, das Auto nicht mitgenommen. Den Stein. Ja, dann schauen wir mal doch mal in der Welt, welche das ist. Ja, ich mach's. Dass wir das wissen. Ich mach's doch gleich. Ich wollte nur. Ich will nur noch kurz anmachen hier den Steinchen. Wo ist der schnelle Stein? Der schnelle Stein. Schnell bauen ist eigentlich immer ein cooler Stein. Speed. Vor allem 100.000 geht ja. Ja. Geht ja in Ordnung. So, Levelauswahl. Da haben wir den Stein, da haben wir den Stein, da haben wir den Stein, da haben wir den Stein. Da waren wir noch nicht in Shima. Da haben wir den Stein, da haben wir den Stein, da haben wir den Stein. Da waren wir auch noch nicht. Da haben wir den Stein, da haben wir den Stein, da haben wir den Stein, da haben wir... Doch, Steine haben wir überall. Das ist, das ist nur gerade eben gezählt. Warte mal kurz, ich schau nochmal. Schau nochmal kurz in die Extras rein. 11 von 13 haben wir, passt schon, 2 fehlen uns noch. Links unten steht's. Wieso habe ich mich dann verzählt? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass der Part zu Ende ist. Nächstes Mal geht's in die Welt von Scooby-Doo. Bis dann eine wunderbare Zeit. Und möge Scooby-Doo mit euch sein. Servus. Der Part von Lego Dimensions ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Außerdem könntest du natürlich meinen Kanal abonnieren, dann wirst du in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn du mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeischaust. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den einzelnen Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.